Was hat eine Haarschneidemaschine mit einer Fußmatte zu tun? Das erfährst du in diesem Video. Bei diesen billigen Filzteppichen geschieht es ganz schnell, dass durch die Abnutzung sich der Filz aufraut und löst und wir dann so ganz lange unschöne Haare im Endeffekt haben oder Filzfasern haben. Da gibt es eine kleine Möglichkeit, das ein bisschen aufzuhübschen. Die beste Variante ist in dem Fall eine neue Matte, aber es gibt noch einen kleinen Trick, wie man die Optik ein bisschen verbessern kann. Das zeigen wir euch in diesem Video. Kommt mal mit rüber. Los geht's. Du brauchst einfach eine Haarschneidemaschine. Ich würde hier kein teures Modell, aber auch nicht das allerbilligste nehmen, je nachdem, wie oft du es einsetzen willst. Stell einfach die Länge ein, je nachdem, wie lang die Fasern sind. Da sie hier schon sehr abgenutzt sind und die restlichen Fasern eher kurz sind, habe ich die ganz kurze Länge gewählt und führe den Rasierer ohne Druck und ganz wichtig gerade über die Matte. Wenn du ihn verkantest, kann es natürlich passieren, dass du ein Loch rein rasierst. Das wollen wir nicht. Also wirklich schön gerade führen und dann die Matten absaugen. Also in echt sieht man wirklich einen guten Unterschied. Das ist jetzt relativ schwer mit der Kamera einzufangen. Probier es vielleicht einfach mal aus. Wenn du wirklich so eine ausgefilzte Matte hast, als Alternative zum Wegschmeißen, ist natürlich jetzt nichts, was du bei jeder Autoreinigung machen solltest. Weil durch dieses Ausfratten ziehen sich die Fasern ja unten aus dem festgenähten oder festgeklebten Bereich raus. Wenn du sie abschneidest, schneidest du sie ja nur ab, aber es ziehen sich ja immer weiter nach und irgendwann hast du dann keinen Teppich mehr. Du siehst auch schon hier, dass schon so helle Bereiche durchscheinen. Das ist der Bereich, wo du schon den Untergrund durchsehen kannst. Das ist einfach eine kaputte Matte. Aber wenn Auto verkauft werden soll, man wirklich mit wenig Mitteln, wenig Aufwand einen Effekt erzielen möchte und keine neuen Matten kaufen möchte, ist das eine Variante, wie man so eine Filzmatte noch mal ein bisschen aufhübschen kann. Zweites Beispiel hier ganz extrem, so ein Sitz ist nicht mal eben zu tauschen, der ist wirklich von den Füßen wahrscheinlich extrem ausgefranst, merkt euch das Vorherbild. Vorgehen ist genau das gleiche, dauert ein bisschen länger, weil die Fläche einfach ja kantiger und runder ist. Man kann auch mal hier so vorsichtig von oben ansetzen, aber wichtig ist dann nicht reindrücken und so rasieren wir jetzt den ganzen Sitz von hinten und dann lasst euch mal überraschen, das Ergebnis hier lohnt sich wirklich. Einfache Methode, dauert nicht lange, bringt aber optisch einen großen Effekt, gerade bei Verkaufsaufbereitungen oder wenn jemand ein Auto übernommen hat, was halt einfach nicht mehr so schön aussieht. Also bei Teppichen bzw. Fußmatten macht das natürlich nicht immer Sinn, weil die kann man relativ schnell ersetzen. Aber gerade bei den Sitzen oder auch bei den Fußböden, die ja eingeklebt sind bei den Teppichen, macht es natürlich Sinn, weil die lassen sich nicht so leicht ersetzen. Deswegen haben wir auch mal die Variante gezeigt. Eine ganz gute Variante, um einfach eine optische Aufhübschung zu erreichen. Generell ist hier natürlich auch schon das Kind in den Brunnen gefallen. Es wurde nicht richtig gepflegt, zu grob gesaugt, nicht aufgepasst oder das Auto ist einfach alt. Aber dennoch eine kosmetische Maßnahme, bei der ich denke, die lohnt sich und macht wenig Aufwand. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!